Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, hast du wieder eingeschaltet. Heute möchte ich dir ein paar Herbstdekorationen zeigen. Und zwar habe ich hier so alte Blechsachen noch gefunden bei mir. Die sind hauptsächlich alle aus dem Brockenhaus. Und die möchte ich heute verschönern. Das ist jetzt das Blechübeli, wo ich gerne den Rahmen drauf machen möchte. Zahlen. Das ist eine 6. Ne? Die möchte ich hier anbringen. Ich habe einfach gedacht, ich mache etwas, das ich einfach durch das ganze Jahr brauchen kann. Also mir sind jetzt die eindeutig zu klein. Darum habe ich jetzt die gerade nochmal schnell gemacht. So sieht das für den Moment aus. Man könnte das jetzt natürlich auch so lassen. Auch nicht schlecht. Aber ich finde das Blech ein bisschen doof. Also jetzt speziell das. Es gibt natürlich auch Schönes. Und das tue ich jetzt sprayen. Und damit das hier innen nicht voll wird, oder nicht so voll wird, tue ich das mit Zeitung auslegen, dass das geschützt ist. Ich spritze den jetzt in Schwarz. Das sind jetzt die zwei Dekorationen, die fertig sind. Ich finde, sie sind sehr schön geworden. Bei mir passt es natürlich perfekt rein. Bei dir kannst du das natürlich so gestalten, wie es bei dir rein passt. Ganz kurz möchte ich dir noch schnell sagen, was ich hier alles verwendet habe. Und zwar sind das Baumnüsse, dann ein Kürbis, den ich selber gemacht habe. Hier dazu gibt es ein Video, das du bei mir findest, auf der Seite. Dann habe ich hier Treibholz gefunden, die ich jetzt hier rein tue, dann Zahlen, also es sind so Stempel aus dem Brockenhaus, Tannenzäpfe, dann das stachelige Teil, das ich ja auch im letzten Video gezeigt habe, das ist jetzt schön eingetrocknet, das lässt sich sehr schön dekorieren. Dann habe ich hier innen noch Zwiebeln vom Frühling, kann man also durchaus auch dekorieren, es sollte einfach nicht nass werden. Und hier habe ich auch nochmal so Nüsse drin. Du kannst natürlich auch, wenn es bei dir reinpasst, ist natürlich auch sehr schön, jetzt die Beere mit so Beeren zu dekorieren. Macht sich natürlich wahnsinnig schön zum Schwarz. Und bei dem, hier habe ich auch ein Seil genommen, das habe ich drum herum gewickelt, habe unten ein bisschen Zeitung rein gemacht, damit ich nicht so viel Material brauche. Wenn du draussen anstellen willst, machst du am besten Plastik drin. Dann habe ich auch wieder Baumnüsse, ich habe Haselnüsse und die, keine Ahnung, Nüsse und vom Garten noch ein paar trocknete Hortensien.
Und so ist meine Dekoration fertig, passt bei mir wunderbar rein. Mir ist es oft immer wichtig, aus nichts oder sehr wenig etwas Schönes zu machen. Es ist einfach, in den Laden zu gehen und irgendetwas zu kaufen. Ich finde das sehr langweilig und mir macht es einfach wahnsinnig Spass, mich von der Natur zu inspirieren zu lassen. Und man kann wirklich ganz schöne Sachen machen und ich finde, das ist ein sehr schöner Weg. Das nächste Mal möchte ich dir sehr gerne zeigen, wie man aus alten Zeitungspapier schöne Vasen herstellen kann. Das ist auch ein absolutes Upcycling. Zeitungspapier, alte PET-Flaschen. Und dann habe ich noch vor, ein Makeover zu machen. Ich habe ja noch einen anderen Beruf. Ich habe noch ein Kosmetikstudio im medizinischen Bereich. Und das hat es dringend nötig, ein Makeover zu bekommen, weil ich gar nicht dazugekommen bin. Ich hoffe, das wird noch funktionieren, wenn ich das zeitlich hinkriege. Da möchte ich dich sehr gerne mitnehmen, weil es soll auch ein bisschen Inspiration sein, wie man sonst auch Sachen einrichten kann. Also, dann würde ich sagen, bleib kreativ, genieß das Leben und ich würde mich sehr, sehr freuen über einen Kommentar oder wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben. Du weißt, ich bin am Anfang und freue mich über jeden weiteren Abonnent. Ich bin jetzt doch immerhin bei 28 aktuell. Merci vielmals und ich hoffe, ich kann dir noch viel Neues zeigen. Also, hab's gut, alles Gute, tschüssli.